Länderspielpause in der Bundesliga und das hat doch was Gutes. So kann man sich auch mal ein bisschen Zeit lassen mit dem Kellertalk, dem Abstiegskampf. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe in dieser Saison nach dem 25. Spieltag während der Länderspielpause. Lasst uns einmal heute gemeinsam einen Blick aus einer etwas anderen Kulisse vielleicht im Hintergrund mal auf den abgelaufenen Spieltag, den 25. werfen. Vor allen Dingen natürlich einmal mehr vor dem Hintergrund. Was hat sich am Spieltag im unteren Tabellenkeller getan? Wie haben die Konkurrenten und natürlich wir so gespielt? Wie stehen wir jetzt gegenwärtig da und die Konkurrenz? Wie sind sie in Form und wo müssen sie halt auch demnächst wieder hin? Also, hier seht ihr einmal die Tabelle nach dem 25. Spieltag eingeblendet. Also so stellt sich das gegenwärtig dar. Ja, wir haben unsere Position festigen können mit einem Sensationssieg gegen Leipzig. Hoffenheim springt von 18 auf 14 hoch im direkten Duell das Spiel gegen Hertha BSC gewonnen. Und die letzten drei Plätze belegen also momentan Hertha BSC auf dem Relegationsplatz und Schalke als auch Stuttgart gegenwärtig auf den Abstiegsplätzen. Hier einmal der Blick auf die Form der jeweiligen Mannschaften im unteren Tabellendrittel. Ja, gegenwärtig, wenn man die letzten fünf Spiele heranzieht, so schaut das gegenwärtig aus. Bevor wir jetzt einmal mal direkt, wie gewohnt, auf die einzelnen Teams mal absteigend in der Tabelle von 14 bis 18 mal loslegen. Wie gesagt, falls vielleicht Kommentare kommen, Köln oder so fehlt noch, wie auch immer, die haben momentan noch für mich genügend Punkte, deswegen noch sind sie für mich nicht im Abstiegskampf, aber so wie sie gegenwärtig spielen, dürfte das nicht allzu lange dauern, bis wir sie hier auch willkommen heißen dürfen. Aber für hier und jetzt starten wir mit uns, Platz 14. Also, wie gerade schon angedeutet, ein extremst wichtiger Sieg für uns, ein unerwarteter Sieg, unexpected Points für uns, drei Big Points gegen RB Leipzig, die uns mit dem zweiten Sieg in Serie natürlich jetzt extrem Luft verschaffen. Ja, wir haben 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist beruhigend. Das nimmt Druck raus. Vor allen Dingen auch, wenn man jetzt die nächsten drei Spiele sich bei uns anschaut. Ja, auswärts in Frankfurt natürlich am Freitagabend alles andere als einfach. Ja, zu Hause gegen Stuttgart dann eben aber dieses wichtige direkte Duell. Ja, und vor dem Im Hinblick auf dieses Spiel ist es natürlich wichtig, dass wir da einen gewissen Vorsprung haben und das Spiel vielleicht nicht mit einem so großen Rucksack angehen müssen. Ja, dann geht es nach Berlin zu Union auswärts. Also wie gesagt, die nächsten drei Spiele für uns auch wieder sehr anspruchsvoll, wie natürlich jedes einzelne. Aber ich denke, die Mannschaft hat jetzt gezeigt, dass sie weiß, worum es geht, dass sie vor allen Dingen weiß, wie es geht. Das ist es, wie es gehen muss, ja. Und wenn wir in den kommenden Wochen an die letzten Spiele jetzt einfach anknüpfen, wieder mit der Einstellung, mit der Leidenschaft auftreten, sehe ich uns dort auf jeden Fall in einer sehr guten Position. Schauen wir mal, wie sich das also weiterentwickelt. Ja, so viel vorab zu uns. Nächster Verein, die TSG Hoffenheim, wie gerade auch schon angekündigt, ihr seht's, den ersten Sieg seit, ich glaube, 14 Spielen oder so jetzt überhaupt geholt, aber im ganz, ganz wichtigen direkten Duell gegen Hertha BSC, dieses 3 zu 1, ja. Was einen direkt, ja, so eng ist es unten beisammen alles, von 18 auf 15 springen lässt, ja. Ein einziger Spieltag ändert so viel und das ist natürlich auch für die TSG psychologisch wichtig. Die nächsten Aufgaben auch, ihr seht die nächsten Spiele hier eingeblendet, sehr interessante Partien, sehr wichtige Partien, ja. Und ja, wie gesagt, schauen wir mal, was dieser Sieg der TSG gibt, ob es irgendwie zu einem jetzt Auftrieb irgendwo führt oder ob das vielleicht nur ein Strohfeuer gewesen ist. Ja, das werden die kommenden Wochen natürlich alles zeigen. Wie gerade schon gesagt, jetzt geht es auswärts nach Bremen, zu Hause gegen Schalke, auswärts bei den Bayern. Also, das sind natürlich jetzt vor allem die nächsten beiden Spiele ganz wichtige Spiele für die TSG, wo es auch gilt, weiterhin zu punkten, da es natürlich unwahrscheinlich ist, auswärts in München zu gewinnen. Ja, deswegen schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber sie konnten sich zumindest an diesem Spieltag etwas freistrampeln und wir werden ja sehen, in welche Richtung das dann jetzt in den kommenden Wochen weitergeht. So, auf Platz 16 gegenwärtig Hertha BSC.
auf dem Relegationsplatz, hat wiederum im Umkehrschluss das extrem wichtige, ja, direkte Duell, das 6-Punkte-Spiel gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Spieltag verloren, ja, und auf Platz 16 abgerutscht. Ja, es ist natürlich alles unten eng. Ihr seht die nächsten Spiele auswärts in Freiburg, zu Hause gegen Leipzig und dann zu auswärts bei Schalke. Ja, also hier auch ganz schwere Spiele, ein ganz schweres Programm in den kommenden Wochen für die Hertha. Ja, da ist es natürlich jetzt auch umso wichtiger, gerade dann das direkte Duell auswärts bei Schalke nicht zu verlieren, ähnlich wie jetzt in Hoffenheim. Ja, auswärts in Freiburg und zu Hause gegen Leipzig, das ist natürlich alles andere als einfach. Aber wie gesagt, jedes Spiel fängt immer bei Null an, muss erst gespielt werden. Von daher auch hier werden wir sehen, in wohin die Reise für die Hertha in den kommenden Wochen geht. Auf jeden Fall definitiv auch hier wichtige und anspruchsvolle Aufgaben, die anstehen. Alles andere als einfach. Ja. So viel zu Hertha. Nach dem Spieltag auf dem ersten Abstiegsplatz steht der FC Schalke 04, der zwar, wie ihr seht, einmal mehr nicht verloren hat, auswärts mit dem Last-Minute-Elfmeter in Augsburg sich noch einen Punkt sichert, ja, generell jetzt 9 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt hat, auch jetzt schon, ich glaube, seit 9 Partien ungeschlagen ist. Allerdings, bisher muss man auch konsternieren und festhalten, ja, hängen sie weiterhin auf einem Abstiegsplatz unten fest. Also sie kommen, sie sind zwar ungeschlagen, sie spielen besser, aber sie kommen nicht vom Fleck. Die Spiele werden jetzt auch nicht mehr, sondern weniger, ja. Es ist natürlich ein Trend erkennbar. Aber man muss natürlich jetzt auch anfangen, Spiele zu gewinnen. Es geht natürlich weiterhin eng unten zu. Nichtsdestotrotz, das so wie jetzt nützt dir nicht allzu viel. Ja, man wird halt entsprechend sehen, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Die kommenden Aufgaben zu Hause gegen Leverkusen, ja, sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe auswärts Hoffenheim. Dann geht es zu Hause gegen die Hertha. Also ganz, ganz wichtige Duelle. Und ich sag mal so, gerade eben auch schon so gesagt, seit 9 Spielen ungeschlagen. Ja, da herrscht natürlich immer so eine positive Grundstimmung, eine gewisse Euphorie. Ja, aber um es nochmal festzuhalten, sie stehen nach wie vor auf einem Abstiegsplatz und bereits eine Niederlage kann das Ganze wieder kippen und das Ganze steht entsprechend auf ziemlich wackeligen Beinen gegenwärtig. Ja, also auch hier deswegen die kommenden Aufgaben, also wie gerade gesagt, auch sehr interessant. Zwei direkte Duelle, eminent wichtige Spiele einfach auch, ja. Schauen wir einfach mal, wie sie danach stehen, ob sie das für sich entscheiden können, ob das jetzt vielleicht doch noch in die andere Richtung wieder geht, ja. Denn es ist ja klar, auch im Abstiegskampf, selbst wenn du einen Lauf hast, irgendwann verlierst du halt auch einfach einmal wieder, ja. Also das geht ja nicht immer ewig so, ja, zu schön, um wahr zu sein, ja, wäre das. Deswegen, also, und last but not least, so viel zu Schalke, schließen wir ab mit dem VfB Stuttgart, der nach dem letzten Spieltag, ja, das Heimspiel, glaube ich, gegen Wolfsburg 0:2 verloren hat, ja. Also weiterhin im Tabellenkeller feststeckt, auf den letzten Platz abgerutscht ist mit 20 Punkten, ja. Und keinen richtigen Schritt nach vorne machen kann eigentlich über die gesamte Saison gesehen schon, ja. Also sie hängen da einfach mit drin, können sich nicht frei strampeln, spielen hier und dort nicht schlecht, wie in meinem ersten Beitrag schon mal einmal gesagt, hier und dort viele Statistiken entsprechen gar nicht der eines, ja, einer Mannschaft, die unten drin hängt im Abstiegskampf, aber scheißegal, wen interessiert's, ja, wir haben 25 Spiele gespielt, sie sind jetzt momentan das neue Schlusslicht, ja, zumindest vorübergehend mit 20 Punkten und das hat natürlich seine Gründe, ja. Die kommenden Aufgaben, Union Berlin auswärts, dann zu Hause bei uns, gegen uns halt das Spiel, also zwei Auswärtsspiele und zu Hause gegen Dortmund, also ich denke, das sind natürlich auch alles andere als leichte Aufgaben, ja, da wartet auch ein schwieriges Programm auf den VfB. Und ich bin sehr gespannt, wie Sie in den kommenden Wochen also die Spiele angehen, wie in welche Richtung das hier für Stuttgart geht. Wie gesagt, es ist momentan alles unten sehr, sehr eng beieinander. Ja, es ist wirklich schwierig, irgendwelche Prognosen zu treffen, irgendwelche Aussagen zu machen. Wir müssen echt von Spiel zu Spiel uns das Ganze immer angucken, denken, die Ruhe bewahren, was uns angeht einfach. Ja, wir können jetzt gerade ein bisschen durchschnaufen, durchatmen, aber hey, in 3 Spielen kann das Ganze wieder anders aussehen. Ja, deswegen gilt es einfach weitermachen, dranbleiben, nicht abreißen lassen. Für die anderen Mannschaften eben genau das Gleiche. Jedes Team unten hat schwierige Aufgaben in den kommenden Wochen. Ja, und es wird sich dann halt zeigen, für welche Mannschaften es in welche Richtung geht.
Allen voran, denke ich, werden es natürlich auch die direkten Duelle, diese 6-Punkte-Spiele, ja, irgendwo richten und für Vorentscheidungen auch einfach sorgen, ja. Und wie gesagt, ich kann mich ja nur noch mal betonen, wie gut ist es, dass wir so unerwartete Punkte jetzt geholt haben und da halt einen Vorsprung einfach schon drauf haben, ja. 25 Punkte, 25 Spielen, wir sind voll im Soll. Ja, es gilt jetzt für uns aus den letzten 9 Spielen, bei 10 Punkten, wenn wir die holen würden, sind wir definitiv aus meiner Sicht direkt safe drin, ja. Bei 7 Punkten aus 9 Spielen, 32, ja, würden wir sicherlich die Relegation uns schon greifen können. Also, packen wir es an, machen wir weiter. Jetzt geht's auswärts am Freitagabend, beim nächsten Spieltag nach Frankfurt. Und ja, wie gesagt, gucken wir mal, dass wir hier vielleicht einfach auch für eine Überraschung sorgen können, vielleicht mal einen Punkt entführen können. Aber das machen wir dann in meinem Warm-up natürlich wie gewohnt auf das anstehende Bundesliga-Auswärtsspiel in Frankfurt. So viel für hier und heute. Ich mach's mal kurz und knapp. Nimm meinen Kopf noch mal kurz weg, dass ihr auch was von der Aussicht noch mal habt. So. Okay. Und verabschiede mich also in diesem Sinne für hier und heute. Wir sehen uns, wer mag, dann zum Warm-up gegen Frankfurt. Also, bis dahin. Tschüss.